Ja, da bin ich eigentlich noch hier am Essen und kurz vorbereiten und da kommt Ene und raidet einfach mal. Da müssen wir ja eigentlich auch losstarten, ne? Das geht ja so nicht, dass wir jetzt hier warten müssen, bis ich dann fertig gefuttert habe. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, alle Raider, die hier so mitgekommen seid. Wir wollen gleich ein bisschen wieder Planet Zoo spielen. Jetzt bin ich total unvorbereitet hier. Ich wollte eigentlich noch ein Gläslein trinken. Ich wollte noch meine Pizzabrötchen aufessen. Aber jetzt bin ich hier. Leute, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gedaddelt? Erzähl mal. Was ja, was Schönes. Hört ihr die Musik überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ich mach sie mal ein bisschen lauter. Schön, dass ihr da seid. Na, das geht ja richtig los gleich. Oh, entspannter Sonntag sollte es werden. Hab mein Zoo heute wieder mal erweitert. Sehr schön. Immer fleißig weiterbauen. Dann wird das irgendwann ein richtig feines Ding. Schönen guten Abend. Sonja ist auch da. Sonja, ich wollte eigentlich noch gar nicht. Ich habe hier noch meine Pizzabrötchen, aber Ena kam und hat mich geraidet. Im Startbildschirm. Da mussten wir natürlich schon nur loslegen, ne? Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht so viel drumherum und tralala und hast nicht gesehen. Wir switchen schon mal rüber in die Spieleansicht und gehen mal in unseren Zoo, meine Damen und Herren. Machen wir es heute kurz und schmerzlos, damit die Raider auch noch was davon haben, nicht wahr? Danke für den Raid, ja. Ich war ein bisschen überrascht. Wie gesagt, ich habe hier noch Pizzabrötchen stehen, die wollte ich eigentlich noch gemütlich aufessen. Ich habe mein Trinken hier noch stehen und alles. Müsst ihr jetzt mit leben, dass ich dann während des Streams mal das ein oder andere Pizzabrötchen esse. Aber ihr kennt mich ja, ich futter sowieso in meinem Stream, also von daher wird es egal sein, ob ich nochmal Pizzabrötchen reinballer oder nicht. Ich baue auch ein klein wenig nebenher. Das mach mal. Ja, wie gesagt, hätte ich heute nicht gestreamt, hätte ich auch noch schnell das Nashorngehege aus unserem Community-Zoo weitergebastelt. Und fertiggestellt wahrscheinlich. So, meine lieben Damen und Herren. Wie gesagt, wenn das tontechnisch zu laut sein sollte, dann sagt ihr einfach kurz Bescheid. Dann passe ich das ein bisschen an. Ich habe ein bisschen mit dem Sound rumgespielt. Ich hoffe, das ist alles soweit in Ordnung. Ja, wir wollen heute hier weitermachen bei den alten Nashörnern. Na schön, kackt da gleich wieder einer hin. Zeigt sich von der besten Seite. Ist bestimmt die Dame des Hauses. Nee, der Herr ist es diesmal. Cosi. Aber, Leute, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wir haben schon ein Baby.
Wo ist es denn? Hallo, Baby, wo bist du? Liegt es hier hinten drum? Wo ist es denn, sag mal? Wir hatten doch ein kleines... Sag mal. Hier war doch... Oder habe ich vorhin nicht gespeichert, als ich reingeguckt habe? Ja, so wie dazu. Das Baby ist gar kein... Doch, da ist es doch. Da ist es, das Baby. Ein schönes Baby auf dem Dach. Ja, genau. Manchmal bin ich einfach blind. Ich habe zwar eine Brille auf, aber vielleicht sollte ich die Sehstärke mal wieder kontrollieren lassen. Und guckt euch bitte dieses Prachtexemplar mal an. Alter, was hat das für schöne Werte hier? Ne? Schön jolt. Ein feines Ding. Ein ganz feines Ding. Ne? Den nehmen wir als Zuchtbullen auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Lasst uns mal schnell schauen. Vielleicht kriegen wir... Hier ist noch eine Dame. Die müssen wir sofort kaufen. Auch wenn die vielleicht nicht die Beste der Besten ist. Aber wir brauchen diese Dame, um nachher vernünftig züchten zu können. Weil sonst haben wir nachher die Inzuchtgeschichte. Micha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich musste ein bisschen früher starten. Ich habe es gerade schon erzählt. Ich wollte eigentlich doch gemütlich meine Pizzabrötchen futtern. Und dann wurde geradet hier von der Ina. Deswegen bin ich jetzt schon... Sag mal, was ist denn hier los? Sag mal, kriegt ihr irgendwie dort falsche Essen? Seid ihr laktoseintolerant oder irgendwas? Was ist denn los mit euch hier? Den Haufen nach dem nächsten. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Dann müssen wir eigentlich die Biester hier schon verkaufen, ne? Weil wir sonst nachher nicht genug Platz haben. Wir holen erstmal die junge Dame hier rein, würde ich sagen. Bin auch fleißig am Basteln. Sehr, sehr schön. So, pass auf, das Ding senden wir hierher. Das holen wir jetzt mal. Und du da, beziehungsweise das Weibchen. Pass auf, das schicken wir ins Handelszentrum, genauso wie den jungen Mann hier. Dann versuchen wir, die mal ein bisschen zu Knispe zu machen. Und züchten dann nachher mit dem kleinen Stöpken und mit der neuen Dame weiter. Ich habe auch schon Schilder gemacht. Die kann ich euch ja mal ganz schnell zeigen. Ich war wieder fleißig. Hier haben wir das Breitmaul-Nashorn. Einmal das Informationsschild. Text natürlich wie gehabt wieder schön aus Wikipedia gemopst. Und weil wir es jedes Mal machen, haben wir hier auch ein Infoschild. Dürfte ich mal durch. Danke sehr. Auch hier wieder ein kleines Informationsschild fertig gemacht. Ne? Wir wollen das ja immer ein bisschen schick haben. Thomas ist auch da. Hallöchen, Popöchen Thomas. Herzlich willkommen. So, dann lass uns doch mal gucken, dass wir die irgendwie verkauft kriegen. Können wir die überhaupt... Können wir nur schnell handeln? Warum kann... Weil die aus dem Frontier zukommen? Oder weswegen kann ich die nicht... Hallo Thomas, hab mir gerade deine Parkvisite angeschaut. Können wir die Biester nicht wieder normal verkaufen? Stimmt, weil sie aus dem Front hier zukommen, ne? Na gut, egal. Hauen wir die so weg. Ne, nicht das Krokodil, den hier. Was? Ja, der Spot, ja. Warst du auch enttäuscht? Nee, ich habe das von Michael gerade vorgelesen. Aber ich habe es auch geguckt. Noch nicht ganz. Weil wir nachher noch zum Geburtstag mussten. Oder vorhin. Diana, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Enttäuscht. Also wir reden jetzt gerade von dem Star Wars Ding, ne? Ich war da jetzt nicht unbedingt enttäuscht von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es aber auch noch nicht, wie gesagt, im Detail angeguckt. Was mir nur aufgefallen ist, du hattest ja die Tour... Beziehungsweise, die Tour sag ich schon, die Bahn, die so doppelt läuft, Sebulba. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mitgekriegt hatte oder so, aber das sollte ja wahrscheinlich das Podracing darstellen, ne? Mit Sebulba und Anakin. Da, also ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Nun bin ich allerdings aber auch kein Planet Coaster Veteran. Und da werde ich meine Meinung dazu nicht großartig kundtun, aber ich fand das gar nicht so schlecht gemacht eigentlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es besser geht bei Planet Coaster. Also die Qualität des
des Anguckens, also der Visite an sich, fand ich jetzt überhaupt nicht schlecht. Also machst du ja immer gut eigentlich, muss man sagen. Und wie gesagt, zum Ding selbst kann ich nicht wirklich viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, kein großer Planet Coaster Spieler bin. Von daher kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Mir fehlten die Main Character. Okay, wie gesagt, ich hab's nicht noch nicht komplett geguckt, deswegen halte ich mich da mit meiner Meinung noch ein bisschen zurück. Aber ich fand die Idee an sich mit dem Podracing fand ich ganz gut. Also, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig gut umgesetzt ist, weil, wie gesagt, wie jetzt 400 Mal schon erwähnt, ich kein wirklicher Planet Coaster Spieler bin. So. Aber ich sag mal, wenn du jetzt sagst, dass das nicht wirklich gut war, dann glaube ich dir das jetzt einfach mal. Und nimm das als Idee. Ich hab nen Kobold im Kopf und der spielt wie bekloppt Balalaika. Ich hab nen Kobold im Kopf und dem ist alles völlig egal. Jetzt habe ich hier so ein Stück. Da Brötchen in den Maul. Was mir zwischen den Zähnen klemmt. Und Hallöchen, Popöchen, Claudia, herzlich willkommen. Nur mal kurz Hallo sagen. Du, alles gut? Einen wunderschönen guten Reizdarm. Ich bin Auditore 2108 TV. Und der Auditore ist natürlich auch wieder am Stisselmannissel. Schönen guten Tag, du alte Gummi. Kleiner als drei, was Böses kleiner gemacht, als drei, kleiner als drei, Pipe-Symbol. Und Modebo ist auch da. Hallo, lange nicht gelesen. Schön, dass du da bist. Hier ist ja heute richtig volle Hütte, wa? Nur kurz, daher ist doch alles in Ordnung. Ich weiß doch, dass du arbeiten musst und eigentlich überhaupt keinen Bock hast, hier bei mir reinzugucken. Ist doch kein Geheimnis mehr. Wissen wir doch alle, dass du dich überhaupt keinen Bock hier auf dem Stream hast. Können wir mal kurz darauf eingehen, dass TJ im Hintergrund gerade eine Kinderehe arrangiert hat? Ja, bei Tieren darf man das. Stimmt allerdings. Der junge Mann hier, dessen Schicksal ist besiegelt, er muss sich nachher mit der dicken Alten da oben paaren. Also no body shaming hier, ne? Aber wenn ich das gerade hier schon sehe, ne? Die ist schon 18,1 Jahre alt. Die ist ja schon scheintot, bis er irgendwann mal im geschlechtsreifen Alter ist, oder was? Ist das seine Mutter? Nee, das ist nicht seine Mutter. Die haben wir extra dazu gekauft, damit es keine Inzucht wird hier. Ich habe heute auch Nashorn live gesehen. Warst du im Zoo? Also, vermute ich jetzt mal, weil ich glaube nicht, dass du im Garten Nashorn stehen hast oder so. Also, hätte auch was. Wo warst du denn in welchem Zoo? Kennt man den? Ist der groß, klein? Erzähl ein bisschen was. Ja, auf alten Fahrrädern, genau. In Krefeld. In Krefeld war ich noch nie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, da werde ich auch so schnell nicht hinkommen. Aber schauen wir mal. Diana schreibt nochmal alle Hallo zusammen. Nochmal Hallo. Aber ich glaube, das galt den ganzen Leuten, die jetzt noch wieder dazugekommen sind. Ich vorher auch nicht. Also bist du extra wegen dem Zoo nach Krefeld gefahren, oder? Krefeld ist doch bekannt für sein extra beheiztes Affenhaus. Ist es das? Keine Ahnung. Ich kannte es bisher noch nicht. Ich muss doch gleich arbeiten. Ja, Daniel, das tut mir auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen leid, dass du arbeiten musst. Und dir nicht diesen schönen Stream hier von deinem Stream-Buddy angucken musst. Aber einer muss ja das Geld verdienen für mein Equipment. Und Vizioro oder Vicioro. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Jetzt klaue ich einfach mal Daniel seinen Spruch. Schnapp dir eine Tüte Chips, lehn dich zurück und genieß die Show. Ist abgebrannt, das Affenhaus. Silvester, glaube ich. Achso, okay, das ist extra beheizt. Okay. Ich gehe gleich ins Bett. Morgen 8:12. Achso, Tag 8 von 12 am Stück arbeiten. Ja, da sind wir wieder beim Thema Pflege, ne?
Das ist quasi wie selbstständig arbeiten. Selbst und ständig, ne? Was soll das denn hier? Das ist mein Spruch. Habe ich ja gerade gesagt, dass ich den Spruch von dir jetzt klauen werde. Mir fiel gerade nichts Dümmeres ein, deswegen habe ich deinen genommen. Also nicht, dass dein Spruch jetzt doof ist, aber ne, verstehst du, was ich meine, Kollege Schnürschuh. Und ihr wisst ja, oder die meisten wissen es zumindest, Sonja und ich, wir bauen ja auch immer schön so ein Community zu, den übrigens der Thomas aktuell in der Mache hat, um da mal eine kleine Visite zu machen. Und ich habe heute Nacht den Zoo wiederbekommen von der guten Sonja. Und haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin schon fast fertig damit. Was ist da denn los? Ist der Auditor, wollte ich schon sagen, ist der Badatz heute ein bisschen schneller unterwegs? Jo, ist er. Gehen auch Zwiebelringe statt Chips, gehen auch. Hau rein einfach. Jo, Krefeld ist verbesserungsfähig, aber die sind viel am Bauen. Der Wille, ich glaube, der Wille, was zu verbessern, ist da. Das ist schon mal auf jeden Fall vorschriftsmäßig, würde ich beinahe gesagt, vorbildlich. Ich muss mal kurz hier, irgendwie hängt das Mikro hier auf halb acht. Ja, wie gesagt, ich meine, wir brauchen darüber nicht streiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass ein Tier grundsätzlich eigentlich nicht in den Zoo gehört. Dass Tiere in der freien Wildbahn leben sollten und so weiter. Ich glaube, wie gesagt, da müssen wir nicht großartig drüber rumdiskutieren. Deswegen spielen wir ja auch zum Großteil hier virtuell. Da sind die Tiere dann safe sozusagen und alles ist gut. Ist auch eine Geldfrage. Ja, natürlich ist das eine Geldfrage, klar. Nicht jeder Zoo kann sich jetzt irgendwie das Beste vom Besten leisten. Aber ich muss dazu dann aber auch sagen, ich finde, wenn man schon Tiere dann halten möchte, dann sollte man das doch bitte auch recht haben. Ja, Baby, yeah! Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Respekt für den rasanten TJ. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Das Ding ist einfach, was ich gerade sagen wollte. Wenn man aus Kostengründen einen Zoo nicht so bewirtschaften kann, dass es den Tieren gut geht, dann sollte man es lieber sein lassen. Das wollte ich einfach nur gerade nochmal sagen. Und in Krefeld gibt es die einzigen Berg-Anoa, was immer das auch sind. Ja, vermutlich sogar das letzte Tier überhaupt. Gibt wohl keine mehr in der freien Wildbahn. Okay, was ist ein Berg-Anoa? Welche Tiergattung ist das? Habe ich noch nichts von gehört. Und übrigens danke für die 20 Bits, meine Liebe. Mini-Wasserbüffel. Oh, auch interessant. So, wir müssen jetzt theoretisch hier noch einen kleinen Zaun mal ranmachen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ich glaube, wir werden erstmal das hier noch ein bisschen weiterführen. Was wir dazu ein bisschen versteckt haben. Ein Huftier. Da gibt es nur noch eins von, oder was? Oder wie? Oder wenige von? Weil ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, so ein Huftier, oder ich nenne sie jetzt einfach mal Kuh, das müsste doch möglich sein, die irgendwie nachzüchten zu können, oder? Weil es ist sicherlich ein schwieriges Thema mit Nachzüchten und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht hier so, hier ist doch total simpel. Machst du da zwei, drei Kühe hin und dann machen die Liebelei und dann läuft das schon mit dem Lachs sozusagen. So einfach ist es sicherlich nicht. Aber ich kann mir halt vorstellen, ich als Laie sage das jetzt, dass das doch irgendwie möglich sein muss, oder? So ein Tier nachzuzüchten. Züchte du mal erst alleine nach. Ja, deswegen frage ich hier gerade, ob das wirklich nur noch ein einziges Tier gibt, sozusagen. Dann ist es natürlich schwierig mit Nachzüchten. Nur noch einer in freier Wildbahn ausgestorben und so gibt es keine mehr außer diesen letzten Bullen. Okay, dann. Deswegen die Frage vorab, ob das wirklich jetzt das allerletzte Tier ist. Das ist dann natürlich, das sehe auch ich ein, dass das dann ein bisschen schwierig wird mit dem Nachzüchten. Aber ist doch schade, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, dass ein Tier aussterben muss. Ich meine, ganz ehrlich, was macht man mit dem Biest? Ne? Ich meine, wird das auf den Grill gehauen oder was? Ich meine, dann nimmt doch eine normale Kuh, wovon ist auch ein Tier, ja.
Aber davon haben wir halt noch ein paar mehr. Ne? Ist alles nicht ganz einfach, glaube ich. Gnadenbrot. Ja, es ist alles schwierig, glaube ich. Also, ich muss ja auch dazu gestehen, ich bin kein Vegetarier oder sonst irgendwas. Ich esse gerne mal ein Stück Fleisch oder eine Wurst oder wie auch immer. Ist sicherlich auch nicht förderlich und so weiter, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Für mich wäre, glaube ich, vegetarisch ernähren, so jetzt ganz salopp gesagt, wäre das für mich nichts. Ich muss aber nicht bei jedem Gericht unbedingt Fleisch dabei haben, das kommt auch noch dazu. Wikipedia. Dass es bereits seit langem keine Sichtung mehr gab, ist möglich, dass der Berg Anoa in der Wildnis bereits ausgestorben ist. In diesem Fall wäre der Berg Anoa in Krefeld dazu das letzte Exemplar seiner Art. Okay, ja, wie gesagt, ein Tier, das wusste ich jetzt so nicht. Ich dachte, dass da vielleicht noch 3-4 Tiere im Zoo rum oxidieren. Ist ein asiatisches Tier. Muss ich noch. Ne, gut, in dem Fall musst du nicht mehr sagen. Ist wahrscheinlich wieder irgendwie, dass das ganze Tier an sich komplett, ich sag mal, in den Abfall wandert und dann irgendwie der linke Hufnagel, wohlbemerkt, der linke Hufnagel wahrscheinlich irgendwelche heilenden Kräfte hat oder sonst irgendwas. Und dann muss das halt getötet werden, das Tier. Dann nützt ja nur nichts. Nee. So, dann lass uns mal schauen, was wir hier so noch schönes pflanzlich da reinknacken können. Mal so eine Drachenpalme, sieht ja vielleicht nicht ganz so super schick aus. Ich finde den Feigenbaum, den hatte Sonja ja letztens auch benutzt. Der ist schön, aber der passt hier natürlich jetzt absolut gar nicht rein, ne? Der sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Der gefällt mir ganz gut, glaube ich. Den können wir nehmen. Soundtechnisch, meine Lieben, ist das alles in Ordnung soweit? Oder habt ihr was zu meckern heute? Ich hatte ja beim letzten Stream war es ja ein bisschen komisch, dass wir auf einmal irgendwie Doppelton hatten oder sowas. Aber das dürfte jetzt alles soweit in Ordnung sein, oder? Mein Lieblingsbaum ist der Regenbogen-Eukalyptus. Ganz ehrlich, ich finde den überhaupt nicht so schick irgendwie. Ich finde, weiß ich, also keine Ahnung, warte mal. Der Regenbogen an sich, so als Ding, finde ich den gar nicht schlecht. Aber ich mag das Holz nicht. Das sieht mir so wie angemalt aus. Ich kenne den jetzt, ich habe den nie in echt gesehen, ne? Bei mir kommt es perfekt an. Und passt alles tippitoppi. Ich finde die Alepo-Kiefer toll. Ich bin für alles offen, ne? Alepo-Kiefer. Oh, gleich die große. Ja, die hatte ich ja eben gerade in der Hand, ne? Da ist vielleicht der große nicht ganz so passend, aber der sieht gar nicht so verkehrt aus. Den kriegen wir bestimmt auch noch irgendwo unter. Regenbogen halt, genau. Aber ich glaube, der passt schon ganz gut. Da machen wir jetzt noch ein bisschen das gute alte Gras da ein bisschen ran. Und ich hoffe, das kriegen sie langsam mal gefixt, dass das nicht mehr so flackert. Das nervt mich so kolossal. Der Leberwurstbaum, genau, der ist auch immer gut. Aber der ist so groß, ja, das stimmt. Aber der passt auch ganz gut eigentlich rein. Den haben wir, glaube ich, haben wir den nicht sogar schon bei der Dachterrasse erbaut? Ich meine doch ja, oder? Haben wir da nicht den Leberwurstbaum? Da ist er doch, der Leberwurst. Die Leberwurst. Der Lümmelbaum, genau so heißt er hier bei uns. Den habe ich auch schon verbaut. Den Lümmelbaum. So. Dann haben wir die Ecke auch ein bisschen schön gemacht. Jetzt müssen wir noch irgendwie. Also. Wir müssen hier noch irgendwie was machen. Das ist mir. Eigentlich ist mir das zu. Zu hart. Erstmal. Ja, den finde ich auch super. Ja, der ist auch cool. Also auf jeden Fall. Ich finde, am Anfang waren die Würste da dran so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber im Großen und Ganzen passt das eigentlich ganz gut. So.
Kennt ihr das, wenn ihr 10-mal auf Speichern klickt, weil ihr denkt, ihr habt vielleicht doch nicht gespeichert? Kennt ihr. Da gibt es auch, ich weiß gar nicht, den haben wir noch nie probiert, ne? Ich glaube, ist das so? Nee, so war der nicht. Save so wahrscheinlich. You're gonna save the world. Also wenn ihr mich mal dran erinnern wollt, dass ich mal speichern sollte, drückt Ausrufezeichen Save. Außerdem ist der Leberwurstbaum für Flusspferde. Die fressen die Früchte, wenn sie nichts anderes mehr gibt, wegen der Trockenzeit. Nice to know. Setzt ein paar Bäume hinter die Felswand. Wirkt sofort anders. Das auf jeden Fall. Voilà. Jenny, hallöchen. Hast schon angefangen zu streamen? Guten Abend zusammen. Ja, genau. Bei mir ist 21 Uhr immer so eine Richtlinie. Meine Kinder sind alle schon im Bett. Ich hätte auch schon um 20 Uhr anfangen können oder so. Hab aber noch ein bisschen was gegessen. Dann wurde ich geraided auf einmal und schwupp, sind wir heute früh angefangen. Aber du hast noch nicht allzu viel verpasst. Wir haben ein bisschen rumpalabert. Viel haben wir noch nicht gemacht. Wie jetzt? Center Shocks? Keine Center Shocks mehr. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, wieder einzuschalten. Ich habe es beim letzten Mal noch rausgenommen, weil wegen Hals und so. Mache ich beim nächsten Mal wieder an. Ja, Pflanzen will ich da auf jeden Fall noch hinmachen. Ich weiß nur ehrlich gesagt noch nicht, was wir hier machen. Weil irgendwas muss hier dann auch nochmal passieren. Also wir müssen auf jeden Fall die ganzen Dinger mal, wir können die ja mal einfach mal nehmen hier. Zack. Mal die Auswahl bewegen, die können wir mal woanders hinpacken. Wo sie weniger stören. So, schmeißen wir mal hier irgendwo hin. Zack. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier noch Pflanzen hinten dran machen. Das sieht ja auch hier noch nicht so super schön aus. Raus? Was soll raus sein? Was soll raus bedeuten? Soll ich rausgehen? Kann ich machen? Mach hier aus und dann ist gut. Na. Die Frage ist, habt ihr eine Idee, was wir hier nachher machen können? Achso, apropos machen können. Ich hatte ja heute bei, dann muss ich mein Handy mal kurz dazu holen. Wir hatten ja heute, oder ich hatte heute bei Instagram gefragt, wenn wir heute die Easter hier fertig schaffen, was wir dann als nächstes bauen wollen. Ihr habt auch schönartig, bauen eine Tribüne. Ja, die kommt auf jeden Fall noch. Ich will auf jeden Fall eine Tribüne bauen. Ich weiß noch nicht genau, für welches Tier und wo wir sie hinbauen. So Feierabend bei mir. Wenn so für heute, guck jetzt nur noch zu. Finde ich schön, Sonja. Also pass auf. Wir haben, oder ich hatte ja gefragt, welches Tier wir als nächstes nehmen sollten. Ich habe Antworten bekommen. Es wurde sich gewünscht, der Löwe, der Gorilla, der Niala oder die Niala. Dann kam Julia um die Ecke mit, Melman und Gloria. Melman haben wir ja schon. Hier vorne laufen die Melmans rum. Gloria kommt bestimmt auch nochmal irgendwann. Dann wurde sich noch gewünscht, die echte Aschad-Schnecke. Ja, ist halt nun Vivarientier. Zebras von Jenny. Auditore möchte seinen Wolf wieder haben. Der passt, glaube ich, nicht ganz so super gut jetzt hier nach Afrika. Und mein Bruder kam mit Katas um die Ecke. Bis auf die Sachen, die nicht umsetzbar sind oder nicht passen. Ich finde Gorillas und Katas super. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Affen liebe und super gerne Affen baue. Die passen für mich aber aktuell gerade noch nicht rein. Da müssen wir eher in dieses tropischere Gefilde gehen. Wir sind ja jetzt im Moment gerade mit den Giraffen und den Nashörnern eher so in dem Savannenteil. Deswegen würden da eigentlich super gut die Zebras passen oder die Nialas. Die sind bei mir gerade in der engeren Auswahl. Der Löwe, den finde ich auch super. Passt für mich aber aktuell auch nicht so richtig hier in diesen Abschnitt gerade rein. Wird sicherlich auch noch kommen. Ich finde Niala finde ich gut und ich finde die Zebras gut. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben. Dann Niala. Sonja ist auch für Niala, hat sie auch vorgeschlagen. Aber ihr könnt ja mal bitte reinschreiben, was ihr
gerne als nächstes hättet. Und ja, wie gesagt, ich würde eigentlich gerne so einen Rundgang machen. Also den Weg hier so ein bisschen so lang schlängeln, dass wenn man dann irgendwann mal, wahrscheinlich dann der gute Thomas, eine Tour macht, dass man nicht so viele Abzweigungen hat. Dass man so ein kleiner Abzweig kommt, wo man kurz mal reinluschert, okay. Aber ich würde den Weg gerne hier so ein bisschen so rumgeschlängelt haben. Das heißt, wir sind theoretisch... Ich muss mal den Baum hier wegnehmen, der stört mich gerade so ein bisschen. Ich würde sagen, dass wir mit dem Weg so ein bisschen hier rumgehen. Diese Rückwand vielleicht als weitere Abgrenzung für ein neues Gehege nutzen. Hier rumgehen und dann, weil es jetzt schon ein paar Mal geschrieben worden ist, wird es wahrscheinlich ein Jala werden. Wobei ich gerade überlege, wir können theoretisch auch, können die Zebras und die Nialas zusammen in ein Gehege, wahrscheinlich, ne? Dann könnten wir vielleicht ja hier noch so ein Savannengehege machen, was dann... Sorry Leute, aber ich muss mal die Bäume hier... Wir müssen einmal hier ein bisschen roden, ich muss mal ein bisschen Platz haben, ein bisschen was sehen hier. Dass man hier dass die Rückwand noch ein bisschen benutzt, vielleicht die Rückwand so ein Stück erweitert und hier hinten ein großes Savannengehege macht. Oder, also nicht, dass wir da keine Savanne hatten, aber da die Nialas und Zebras vielleicht reinschmeißen. Schade, dass da keine freilaufenden Brauen reinpassen. Ja, genau. Baumstachler. Ja, jetzt kommt er hier wieder. Hast du da Mods für, Thomas? Es gibt ja keine DLCs mehr für Pläne zu. Da muss ich jetzt langsam auf Mods zurückgreifen. Gehen die nicht gemeinsam? Eigentlich schon. Ja, genau. Das Thema Mods ist offiziell vorbei. Warum? Den Daryl zur Aufklärung. Die gute Sonja macht ja YouTube-Videos. Und sie hatte den Untertitel an und da wurde aus Pfauen Brauen gemacht. Die dürfen meistens freilaufen und Ratschlag. Also ich finde den Einwand von Jenny auch ganz gut. Ich habe es nicht überlesen. Zebra. Unser Kleiner steht total auf Zebras. Bei jedem Zebra-Bild oder Spielzeug grinst er und lacht er. Ich glaube, Zebras sind auch so ein bisschen Kindermagneten, oder? Was haltet ihr davon? Wir machen hier so ein bisschen weiter. Ziehen das hier ein bisschen rum. Hier können wir nachher irgendwie, keine Ahnung, was hinbauen. Vielleicht den Platz ein bisschen erweitern. Mal gucken. Mods funktionieren doch eh nicht. Weiß ich, habe es ehrlich gesagt noch nie wirklich ausprobiert. Deswegen... Ja, ich dachte auch, dass es bei ihm lief. Ich hatte ja letztens, hatte er doch geschrieben, dass das irgendwie mit irgendwas da funktionierte. Drumherum brauchte noch etwas Futter. Ja. Bei mir jetzt oder meinst du jetzt bei dir? Muss ein bisschen Futteria hin. Ich finde, wir fangen jetzt auch einfach mal an. Wir machen hier mal. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Quatsch, falscher Knopf. Steuerung X wollte ich haben. Wir ziehen das mal hier so ein bisschen raus, dass es noch ein bisschen anders wirkt. Und die Mistdinger, die ziehen ganz schön Performance, muss ich sagen. In dem Community zu von Micha. Hatte es mit Sonjas Fossas probiert. Das ging. Jedes weitere Tier brachte das Spiel zum Abstürzen. Also, adieu, Mods. Wie gesagt, ich habe es ja letztens im Stream schon gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von Mods. Ich habe es, muss ich ehrlich gestehen, aber auch noch nie wirklich ausprobiert. Aber ich habe halt so viele... in Anführungsstrichen schlechte Dinge davon schon gehört, dass ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich gewillt bin, das groß auszuprobieren. Ich meine, das soll, wie gesagt, jeder für sich selbst herausfinden sozusagen, aber nee, für mich ist es nichts. Siehst du, ich schlage noch ein Tier vor, dann klappt's. Was? Ja, stimmt, genau, Sonjas Tiere, die klappen immer. Geht mir auch so. Von Mods lasse ich die Finger. Das Ding ist, also ich habe mir letztens von Gorobai, der hatte doch mal angefangen, ich weiß gar nicht, ob er es weitergemacht hatte, der hatte mal so ein Mod-Zoo gebastelt.
Ich fand das gar nicht verkehrt. Also nun war in seinem Zoo das Nashorn, was es ja mittlerweile, wie ihr da sehen könnt, mittlerweile auch vernünftig gibt, ohne Mod. Das hatte er da gebaut und ich fand's geil. Also die Idee, oder dass man halt andere Tiere benutzen kann, finde ich super. Versteht mich da nicht falsch, aber ja, es ist halt, es gehört nicht ins eigentliche Spiel, weißt du? So, das ist halt das Ding. So, ich verabschiede mich wieder. Euch viel Spaß, gute Nacht. Claudia, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir einen angenehmen Arbeitstag morgen. Lass dich nicht ärgern. Und wenn, dann Ärger zurück. Wenn man die ganzen DLCs hat, hat man auch eigentlich schon eine ganze Menge Auswahl an Tieren. Das stimmt. Ich bin ganz ehrlich, habe ich vorhin auch mit Sonja drüber geschrieben noch. Ich habe bei weitem noch nicht alle Tiere gebaut. Ich falle immer so ins Muster zurück und baue meine Affen und sowas. Da gibt es noch einige Tiere, die ich bauen muss, damit ich die mal alle gebaut habe. Monobo, naja, spontan baue ich nun Hagenbeck nach und brauche einen Baumstachler und einen Walross. Ich habe dein Bild vorhin schon gesehen. Sieht schon mega aus, was du da gebaut hast, Thomas. Ich weiß jetzt nicht genau, was Baumstachler ist, wie der aussieht, aber ein Walross. Ja, da muss man halt irgendwie eine Robbe nehmen oder so. Ist zwar nicht 100% das, was man dann da sucht, aber immer noch besser als Dornisch. Sonja sagt, klar, auch mein Gehege für die zwei Tierchen deutlich überdimensioniert, aber da geht noch was. Ja, ich meine, man baut meistens eh zu groß, wobei jetzt das Ding eigentlich ein bisschen klein gewesen ist, aber gut. So, ich gucke gar nicht hinterher jetzt hier. Ne? Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, Küsschen, tschüss, tschüss, tschüss. Micha sagt, bau doch das Gehege und setz ein Schild rein, dass die Tiere leider gerade nicht in der Anlage sind. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Das kann man natürlich auch machen. Ich drücke mal zu. So, die Frage ist, wie wir das hier gestalten wollen. Wollen wir da auch wieder einen Wassergraben machen? Wollen wir das Gehege an sich weiter runtersetzen? Wir müssen ein bisschen Höhen reinkriegen, ne? Würde ich fast behaupten. Puzzle immer noch etwas. Ich puzzle immer noch. Das dauert wieder Wochen. Ich werde einfach selber Knetierchen bauen. Oder das. Ich meine, ganz ehrlich, das soll nicht schleimerisch rüberkommen oder sonst irgendwas, Thomas, aber wenn nicht du, wer dann? Ich meine, du hast ja gezeigt im Las Vegas-Teil da, und ich habe es auch öfter in Visiten oder sowas gesagt, wenn es irgendwas nicht gibt, Thomas baut sich das. So, und ich glaube, du baust auch wirklich gute Knetiere. Man muss sich da halt nur ein bisschen auseinandersetzen und machen. Einfach machen und probieren. Ich hätte ja, glaube ich, keine Geduld zu, aber ich glaube, du ja. So, ich mache das mal ein bisschen höher hier, damit wir da nochmal das Gelände ein bisschen anheben können. Und die schiebst du dann durchs DVD-Laufwerk ins Spiel. So in etwa, so werden doch Mods gemacht, oder? Oder sehe ich das verkehrt jetzt hier? Übrigens habe ich, warte mal, jetzt haben wir hier schon die Barriere, ne? Das ist natürlich nicht so gut, aber hier vorne können wir das hochziehen. Hier machen wir gleich Steine hin. Das hat mir die gute Sonja gezeigt. Das geht Ast rein, wenn man so Löcher hat, dann einfach Steine reinklatschen und fertig ist die Wurst. Was wollte ich gerade sagen und nicht lügen? Genau, beim letzten Mal, ich hatte das ja erzählt, dass mein portabler Monitor leider kaputt gegangen ist und ich dann umschwenken musste auf meinen großen 27-Zoll-Monitor, den ich letztes Mal noch direkt vor mir stehen hatte und auf dem gespielt habe. Ich kann euch nur sagen, wenn du ungefähr mit 10 cm von dem 27-Zoll-Monitor sitzt, ist das enorm groß. Und ich musste die ganze Zeit immer so gucken. Mit dem Chat hat mir das nicht gefallen. Jetzt spiele ich wieder auf meinem Laptop und habe den 27-Zoll-Monitor hier stehen und habe den Chat da stehen. Der Chat ist so groß, da kann ich sogar mit einem Auge rüber gucken und kann es wunderbar lesen. Selbst wenn ich die Brille abnehmen würde, würde ich wahrscheinlich den Chat immer noch sehen können. Danke, TJ. Einfach machen trifft es sehr gut. Ja, das sagt sich so einfach. Ich weiß, dass das nicht unbedingt immer einfach ist. Aber ganz ehrlich, und das soll nicht schleimerisch rüberkommen oder sonst irgendwas. Die Leute wissen, dass ich dich mag. Das muss ich denen nicht noch wieder aufs Auge drücken oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Schleimdingern. Aber ganz ehrlich, wenn du was, also du kannst so mega gut bauen und aus dem Nichts irgendwie, diesen Roulette-Tisch oder sowas, das sind so die besten Beispiele.
Ich finde das so mega gut, wie du das gemacht hast. Und warum sollte man das nicht mal einfach würdigen? Wie gesagt, einfach machen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt immer einfach. Ich bin froh, dass die Tür heute streamt. Ich wollte unser Zoo noch gar nicht wieder zurück. Ich bin schnell diesmal, ne? Also ausnahmsweise bin ich mal schnell. So, ich würde sagen, wir müssen das auf jeden Fall noch ein bisschen auch nach hier hinten noch weiterziehen. Und den Weg nachher vielleicht irgendwie so hier so rumziehen. Weil sonst haben wir nachher wieder das Problem, dass wir keine richtige Butze bauen können. So, wir ziehen das hier auch nochmal ein bisschen hoch. Ich probiere jetzt einfach gerade mal ein bisschen rum. Ob das nachher gut aussieht, weiß ich noch nicht. Einfach mal machen, sozusagen. Jetzt werde ich rot. Doch der Roulette-Tisch war in im Las Vegas DLC. Achso, ja, stimmt. Das DLC habe ich leider noch nicht. Weil mir jemand sagte, dass es keine DLCs mehr gibt. Deswegen hatte ich mein ganzes Steam-Geld ausgegeben und konnte mir das DLC leider noch nicht kaufen. Nein, aber jetzt ohne Flachs, Thomas. Ich finde allein die Idee damals im Heidesee, hieß das, ne, Wildpark am Heidesee, so hieß das, glaube ich, ne? Allein dort, ich meine, da hattest du die Vögel irgendwo anders hergeholt als Gummitier oder als Knettier. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das habe ich ja auch in der Visite gesagt, oder in meinem Zoobesuch, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Aber ich finde halt einfach mega gut die Idee zu sagen, ey, es gibt keine Vögel, ich baue mir jetzt welche Arschlecken ist. Das Ding allein schon, die Eier zu haben, das einfach zu machen. Weißt du, ich baue das, was ich habe. Ich baue selten irgendwas aus dem eigenen Kopf sozusagen. Und du machst das einfach. Deswegen, das finde ich gut. Und das soll jetzt hier auch mal gewürdigt werden. Wenn einer Figürchen bauen kann, dann du. Mir ist das zu fummelig. Ich baue lieber nachträglich Leuchtröhren an Dächer. Genau. Das Ding ist auch, ich hab da keine Geduld zu, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte keine Geduld, jetzt irgendwie so ein Papagei mit irgendwie diesen Dingern zu bauen. Das wird beim ersten Mal nicht klappen, da hätte ich keinen Bock mehr. Dann würde ich das Ding in die Ecke feuern und sagen, leck mich, dann gibt's halt keine Papageien. Und du würdest das durchziehen. Du machst das so lange, bis dein Papagei über rauskommt. Doch, ganz unten schon vergessen. Ich habe eh keine Eier. Stimmt. Und die Eier kannst du gar anmalen. Wie gesagt, da hinten machen wir nachher ein bisschen Dingenskirchen rein. Hier holen wir uns, glaube ich mal, wo war es noch gleich? Hier war es. Machen wir uns mal einen schönen Wasserfall hin. Mensch, schon, ja, die hängen immer unten. Ja, das Ding ist, auch ich sollte es eigentlich nicht sagen, aber bei Sonja hängen die Dinger wirklich unten raus sogar noch. Das ist ganz schlimm. Das ist halt, weil sie die noch nicht so lange hat, weiß sie noch nicht so genau, damit umzugehen. Ich wüsste gar nicht, welche Objekte ich für Knettiere nehmen sollte. Also ganz ehrlich, und das sage ich jetzt als super Laie, ich würde versuchen, mit sowas hier das zu machen, was wahrscheinlich einfach viel zu groß wäre oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich würde es damit irgendwie versuchen. Mir fällt auch wieder ein, was ich vergessen habe. Ich wollte bei den Schildes noch Eier unterbringen. Kannst du ja noch machen, wenn du ihn wieder zurückkriegst. Das ist ja kein Problem, wa? So, machen wir hier mal kurz ein bisschen das Gras weg. Sonjas Dinger hängen unten raus. Muss sie mal wieder hochrollen. Ein bisschen hochbinden am besten. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, hätten wir das Thema wieder.
Ich würde mir die kleinsten einfärbbaren Teile raussuchen zum Tierchen basteln. Ja, genau, irgendwie sowas. Kannst ja schön filtern hier mit einfärbbar und so weiter. Wo war das noch? Die Eigenschaften irgendwo da. Das ist bestimmt hier Farbanpassung und dann einfach rumprobieren und gucken. Wie gesagt, ich hätte keine Geduld dazu, bin ich ganz ehrlich. Das sieht nicht gut aus. Ich hätte keine Geduld dafür. Aber es gibt genug Leute bei uns in der Community, die das mit Sicherheit richtig rocken. Aber ich weiß noch nicht, sieht das gut aus? Kriegen wir da vernünftigen... Ich scheitere ja schon an so einem kleinen Ding ins Kirchen. Könnt ihr einen Gummiflamingo fürs Becken anbieten? Jo, da wäre doch schon mal was, oder nicht? So, einmal hier Gelände ein bisschen drücken. So, und ich glaube, hier machen wir mal so einen kleinen Bachlauf hin. Können wir es auch ein bisschen tiefer machen. Ja, tiefer, sagte ich. Hier nicht vor allen Leuten, Hasi, sagte. Meinst du, Micha ist der Gummiflamingo, oder was? Können wir da nämlich nachher noch eine kleine Brücke drüber machen? Und das Ding können wir dann auch immer mal so ein bisschen weiterführen und ins nächste Gehege integrieren oder irgendwie sowas. Ja, die Ränder glätte ich gleich noch. So. Zack. Und dann lassen wir das erstmal hier so ein bisschen auslaufen. Glück klappt das sowieso gleich wieder nicht. Weil wieder irgendeine Kante nicht so schön ist, wie sie sein soll oder was. Ich und Wasser bauen, das ist nicht so ganz meins. Leute, ich bin voll nervös wegen morgen. Dreh durch. Dreh doch den Rundgang in München mit der Pressefrau und Co. Fühle mich, als würde ich bei der Prüfung zu der Prüfung gehen. Also ich kann das nachempfinden. Ich glaube, ich wäre auch tierisch nervös. Aber du machst das schon. Ich meine, du hast so enormes Tierwissen und so. Ich finde das mega gut. Ich war überrascht, wie gut das mit meinem runden Maschendraht im Außengehege geklappt hat. Ich bin gespannt, wenn wir es mal alle sehen. Mein Kind hat morgen tatsächlich Prüfung. Führerschein Praxis. Dann drücke ich mal die Daumen. Sonja, das habe ich mir von ZSH Plays abgeschaut. Das rockst du ja wohl. Mach da auch. Das ist genauso wie die Leute, weißt du, die sagen, ich glaube, Mathe lief echt scheiße und kommen sie mit einer 1 um die Ecke. Und genauso ist das bei Micha auch. Ich habe voll Bammel davor und bin voll nervös. Und dann liefert er da wieder ein
Wikipedia-Wissen ab. Oder was heißt Wikipedia-Wissen? Das ist ja nochmal ein gefälliges Halbwissen, aber dann kommt er mit einem Wissen wieder um die Ecke, wie jeder Biologielehrer von Neid erblassen würde. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es noch machen, mit meinen Kindern zusammen, die Zoobesuche gucken. Weil ich glaube, die hatten da mega Spaß bei. Mit dem Kopf überall und nirgendwo. Ich kenne das. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich würde es eigentlich gerne noch einen Ticken höher. Hier finde ich das ganz gut. Hier müssen wir den gleich noch ein bisschen anpassen. Das gefällt mir nämlich noch nicht so ganz hundertprozentig, aber das ist schon ganz gut. Wir nehmen hier auch wieder ein bisschen Schmutzwasser, würde ich mal behaupten. Wir machen es ein bisschen transparenter. Dabei wirkst du immer so souverän, aber auch das bekommst du sicher wieder prima hin. Ja, das klappt auch wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, ich mach mal ganz kurz Pause, das ist ja nervig, dieser Ton. So, das verkleiden wir noch schön mit ein bisschen Felsen. Ich glaube, das kann gut werden. Dann machen wir hier nämlich dann ein kleines Treppchen rüber. Also irgendwie so eine Brücke, wo natürlich auch die Mitarbeiter rübergehen können. Und dann machen wir hinten nachher noch schön irgendwie mit Felsen ein bisschen dicht. Machen hier den Weg lang, der dann hier so rüberführt. Hier über eine Brücke rüber. Dann hier zurück. Dann können wir hier ein bisschen, ja, entweder hier noch ein Gehege machen oder ein bisschen Dekokrams und hier dann das nächste Gehege irgendwie hier so ran. Ich glaube, das ist gut. Monobo, ich wünsche dir eine angenehme Nacht und vielen, vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Und ich kann mich nur Sonja anschließen. Schön, dass man dich hier wieder gelesen hat. So, jetzt wird ein Schuh draus. So, ich glaube, ich würde hier aber auch ganz gerne mal wieder mit normalen Felsen mal arbeiten. Nehmen wir da diese Wandfelsen. Ich glaube, die kann man ganz gut nehmen, ne? Ich habe jetzt nämlich auch wieder mit normalen Felsen gearbeitet. Beim Badass Lalaluzo. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Weil man diese schön ineinander schachteln kann und die so eine homogene Masse nachher haben. Apropos Mülleimer, hast du geguckt? Nee, hab ich noch nicht. Warte, wir gucken mal. Er steht noch. Ja, steht denn der alte Holzmichel noch? Apropos, lass uns mal kurz, weil wir gerade im Pausemodus sind, einmal schnell gucken, wie es mit den Tierchen aussieht. Da können wir bestimmt den einen oder anderen wieder verköfen. Hier haben wir auch schon mal nachgesorgt. Da habe ich die, glaube ich, gekauft. Hier, die junge Dame. Oder? Habe ich die gekauft? Ich weiß nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe die gekauft, um die miteinander sich verpaaren zu lassen. So, lass uns mal schauen. Da haben wir dit und dat. Der ist trächtig, die lassen wir mal. So, wir markieren uns erstmal wieder alle. Goliath Vogelspinne. Dann behalten wir das Männchen hier, würde ich sagen. Obwohl, das ist schon sehr alt, ne? Ah, ist egal, komm. Machen wir die weiter. Schnell handeln. Bei mir gibt es übrigens heute, oder gab es heute Gulasch. Oh, lecker. Mein Sohnemann hat sich Gulasch wieder gewünscht. Also ich glaube, wir werden demnächst auch noch wieder Gulasch gucken. Gucken, sag ich schon, weil ich gelesen habe. Essen natürlich.
So, wie sieht's bei euch kleinen Biestern aus? Ein Männchen, ein Weibchen. Dann nehmen wir... Der hat eine etwas bessere Wertung. Nehmen wir das Männchen. Und verpaaren es einfach damit. Wir müssen mal nachher, wenn wir ein bisschen einen Stream machen, wo wir vielleicht nur uns um ein bisschen wirtschaftlichen Scheiß kümmern, dann müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir da... ob wir da mal ein bisschen aussortieren, damit wir nicht so viel Inzuchtgeschichten hier haben. Aber wenn der ausgewachsen ist, dann können wir hier erstmal schön die verpaaren miteinander und dann vielleicht auch mal richtig Patte machen mit den Dingern. So, die sind alle aus dem Badazoo. Dann nehmen wir doch einfach, ist ja auch völlig Wurst, wir nehmen, Quatsch, gar nicht wahr, zack, 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 erstmal alle markieren. Die vermehren sich auch echt wie die Fliegen, ne, mittlerweile. Überraschung. Wieso Überraschung? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Stehe ich schon wieder auf dem Schlauch? Oh ja, würde die Bude nicht so einstellen können, wäre es die bei uns, wird sie bei uns auch häufig geben. Kartoffelpuffer, wieso einstänkern? Warum stänkert das die Bude ein, wenn du Kartoffelpuffer machst? Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, gerade. Ich weiß ja nicht, was ihr für Kartoffelpuffer futtert, aber... Ich finde, danach riecht das ganze Haus echt. Also bei uns schon mal nicht, weil wir haben eine Wohnung. Nee, aber... Also, echt? Also finde ich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. So, ich mache hier erstmal nur das hohe Gras ein bisschen weg, damit man besser sehen und bauen kann. Also ich muss sagen, ich finde nicht, dass die ganze Bude da stinkt. Also duftet, wie auch immer. Ich resette nochmal, das machen wir. Julia hat gewonnen. Die ist heute ja nicht da, die Julia. Aber trotzdem hat sie gewonnen. Ist es nicht schön? Aber ich glaube auch, und das ist in keinster Weise böse gemeint, ich habe da letztens mit Daniel auch drüber gesprochen, der Schritt für mich sozusagen, wieder vermehrt Planet Zoo zu spielen. Da war mir schon bewusst, dass vielleicht der ein oder andere, das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Julia gemünzt oder so, dass der ein oder andere da nicht mehr so häufig zugucken wird, weil ihn das Spiel einfach nicht interessiert. Daniel und ich haben zwar zum Großteil die gleiche Community sozusagen oder die gleichen Leute, die zuschauen. Ich glaube aber, dass einige Leute einfach diesen, ich nenne es jetzt mal, und das ist auch ohne Wertung, das weiß Daniel auch, dass ich seine Arbeit, die er da macht, total schätze und gut finde. Aber bei ihm ist das halt eher so ein Party-Stream, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da ist Action, da ist laut, da ist ne, Party halt irgendwie so ein bisschen. Und das ist halt bei mir einfach nicht. Bei mir ist es hier total ruhig und gesittet und so weiter. Und weil ich es gerade lese, Sonja schreibt es gerade, es macht Spaß. Und ja, das macht es im Moment bei mir enorm. Also ich habe so viel Spaß bei Planet Zoo im Moment. Und mir ist es auch grundsätzlich egal, wie viele Leute zuschauen. Ne? Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Aber ganz ehrlich, ich würde auch, und ich nehme Sonja jetzt einfach mal als Beispiel, ich würde auch für Sonja alleine hier rumstreamen. Nicht ganz ehrlich, weil es mir einfach mega Spaß macht. Ich gucke nicht auf die Zahlen. Also klar, ich kriege nachher, wenn ich aufgehört habe zu streamen, wieder die Mail von Twitch, so und so viel Zuschauer hattest und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich
Eigentlich nicht wirklich. Also wenn da jetzt stehen würde, es haben nur 3 Leute zugeguckt. Ja, mein Gott, dann ist es so. Solange es mir Spaß macht, mache ich das. Und im Moment macht es mir enorm Spaß. Merkt man fast gar nicht. Nee, genau. Den Geruch von Kartoffelpuffer finde ich auch nicht schlimm. Döner oder irgendwas mit viel Knobi oder so, das finde ich fies. Das Ding ist, wenn ich koche, habe ich das eigentlich selten, dass die ganze Bude danach stinkt. Also, oder was heißt stinkt, riecht, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Jetzt kommt aber auch dazu, ich koche eigentlich selten so richtig exzessiv stinkende Sachen. Und solche Sachen, die riechen würden, also ich mag es zum Beispiel, ich mag total gerne, da kann mich jetzt jemand nicht mehr mögen oder wie auch immer. Ich mag das total gerne, hin und wieder mal so eine schöne gebratene Leber zu essen. Die würde ich aber nie bei mir hier zu Hause machen. Ich würde die mir immer irgendwo, also beim Griechen, wir haben einen sehr, 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 sehr guten Griechen hier bei uns um die Ecke, dann würde ich mir den da das Zeug da bestellen und essen. Sonja, ich esse das nicht oft. Ich esse das vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Aber manchmal habe ich so eine Abart. Und dann brauche ich das mal. Dann muss ich das mal futtern irgendwie. Wie gesagt, da mag man jetzt der eine oder andere sagen, das ist ekelhaft oder sonst irgendwas. Nur Leberknödel, die sind geil. Ja, das Ding ist, also ganz ehrlich, ich kenne viele, die immer sagen so, oh, wie kannst du Leber essen? Halten sich aber dann auch Leberwurst rein oder sowas. Ich weiß, da ist sicherlich nicht so ein großer Anteil an wirklich Leber drin oder so. Allein der Geruch muss mich schon von würgen. Bin sonst echt nicht mäkelig. Also ich bin ganz mäkelig, bin ich ganz ehrlich. Also gerade was Fleisch angeht, wenn da irgendwo Fett groß dran, also sichtbar Fett, so richtig Speck dran ist sozusagen. Boah, nee, Alter, wenn ich da auf dem Stück Fleisch 3 Jahre rumkauen muss, damit ich das irgendwann mal irgendwie runterkriege. Boah. Und bei dem Geruch, wie gesagt, ich finde, wenn ich mir das bestelle und mir das wirklich frisch, wie gesagt, der ist bei uns hier gleich um die Ecke, das Ding ist noch kochend heiß, wenn das hier ankommt, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Hier, mir das Braten würde ich auch nicht machen. Meine Mutter hat das ständig gegessen, ist halb so schlimm, aber riecht schon stark. Ja genau, wenn du es aber selber machst, wenn du dir das abholst, das Fleisch an sich, natürlich riecht das auch, aber das finde ich dann in dem Fall nicht schlimm, aber so richtig schön mit dicken Zwiebeln drauf und so lecker. Boah, ihr schreit, dann erwähnen wir hier niemals, was ich am liebsten esse. Jana, so, hau raus, los, was isst du gerne? Naja, meine Tante isst Hirn. Das würde ich zum Beispiel nicht essen. Ich weiß, Leber ist auch eine Innerei, aber so, es gibt ja auch Hühnerherzen oder irgendwie sowas. Das würde ich persönlich zum Beispiel nicht essen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es nie probiert, aber allein diese Kopfsache, dass ich da gerade ein Herz von einem Hühnchen esse oder so, oder Hirn, das wäre für mich so ein Ding, wo ich sagen würde, nee, das geht nicht. Nein, mache ich nicht, ich möchte euch nicht vergraulen. Nein, niemand wird hier vergrault, hau raus. Hundeherzen? Hühnerherzen? Habe ich Hundeherzen gesagt? Also ich meine Hühnerherzen, nicht Hundeherzen. Also das wäre noch schlimmer. Ich hau mir jetzt hier so einen kleinen mini gebackenen Camembert nochmal rein. Und Diana sagt, was sie essen will. Ich habe mich mit Leber, glaube ich, auch schon ziemlich weit rausgelehnt. Ja, jetzt sind wir alle neugierig. Komm, hau raus. Wie gesagt, das nimmt dir keiner übel. Wenn du jetzt nicht schreibst, dass du kleine Kinder isst oder sowas, ist alles gut. Mein Hund hatte heute Rinderherzen mit zerkochtem Format. Ich finde, beim Hund oder generell bei Tieren ist das auch noch eine ganz andere Geschichte. Zunge, alle in der Reihe mal gekocht, mal wie Gulasch gemacht. Es gibt ja viele Leute, die auch diese Zungenwurst essen. Also wie gesagt, für mich persönlich absolut nichts. Ich weiß aber nicht, wie es schmeckt, weil ich es nie probiert habe. Aber ganz ehrlich, Innereien essen, ich finde es nicht schlimm. Muss jeder halt selber wissen, wie er das möchte. Aber also für mich persönlich wäre, weiß ich nicht, Zunge und so, da würde für mich dieser Faktor wieder mit reinspielen, dass ich weiß, dass das Ding irgendwo im Maul von so einem Tier drin war.
Wie gesagt, ich weiß aber nicht. Genau, ich esse nichts, was schon mal jemand im Mund hatte. Das Ding ist aber, dass ich, wie gesagt, ich weiß absolut nicht, wie es schmeckt. Und ich, es mag sein, dass mir das total schmecken würde. Aber no way. Da gebe ich dir recht, Sonja. Zunge würde ich auch eher essen, als dass ich Hirn esse. Da gebe ich dir wiederum komplett recht. Das wäre bei mir, glaube ich, auch so. Also wenn ich die Wahl hätte, dass ich entweder Zunge oder Hirn esse, dann bin ich ganz ehrlich, dann wäre meine Wahl wahrscheinlich auch eher, oder was heißt eher, es wird definitiv dann die Zunge. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, also ich verurteile niemanden, der das Essen mag. Ich persönlich, nein, glaube ich, nee, nein, also wie gesagt, da kann man genauso sagen, hier, du frisst aber Leber, warum frisst du die Zunge nicht? Ja, definitiv, aber Schafsaugen ist doch irgendwo eine Delikatesse, bestimmt in China. Ich weiß nicht, ob das Schaf ist. Oder Ziege, ich weiß es wirklich nicht genau, aber essen das nicht Türken? Irgendwie Schafskopf oder so? Hab ich irgendwie im Hinterkopf. Also sorry an alle Türken, wenn das nicht so ist, aber ich glaube ja. Meine Oma hat immer saure Lunge mit Semmelknödel gegessen. Ich esse halt noch mein Camembert. Das hört sich schon wieder, also saure Lunge, boah. Ich glaube irgendwo im Norden, die kochen da den Kopf und lutschen die Augen aus. Also ich komme aus dem Norden, also viel nördlicher geht's gar nicht mehr. Oder meinst du generell auf der Weltkarte im Norden? Also wenn du Norddeutschland meinst, dann kenne ich das persönlich nicht. Ich esse fast alles, meine Kinder essen gerne Blutwurst. Dann renne ich aus dem Haus. Allein der Geruch bewirkt Brechreiz bei mir. Blutwurst ist auch so ein Ding, das würde ich auch, glaube ich, nicht essen wollen. So, wenn ich allein schon... wenn du schon mitkriegst, wie das gemacht wird, dein Blut rumgerührt und so. Uah. Was ich überhaupt nicht kann, da erzähle ich euch auch gleich gerne, warum nicht, ist, na, sag mal schnell, wie heißt denn das Ding noch? Rosmarin. Ich habe bei meiner Schwiegermutter, die hatte mal einen Salat gemacht. Und die macht das sehr gerne mit frischen Kräutern und all sowas. Und da war unter anderem Rosmarin mit drin. Und ein Rosmarinstängel, so richtig so ein Strauch war da drin. Der war, keine Ahnung, bestimmt so daumenlang mit so Fussels dran. Und ich habe meine Schwägerin gefragt, ich hielt das so hoch und sagte, kann man das mit essen? Und sie sagte, ja, ja, klar, das Rosmarin kannst du mit essen. Und ich haue mir das rein und das ist, als wenn du auf so einem Tannenzapfen rumkaust. Ich habe das nicht runterbekommen. Und ich wollte es runterschlucken, es hing mir im Hals, dieser Geruch von dem Rosmarin ballerte mir in die Nase und ich musste so dermaßen würgen, ich habe mich fast übergeben. Ich habe dann diesen Strauch rausgenommen, habe den weggeschmissen. Und seitdem ist das wirklich so, mittlerweile geht es einigermaßen wieder. Aber wenn ich Rosmarin rieche, oh, da kommt mir alles hoch. Boah. Nach Deutschland geht es noch weiter nördlich. Ja, deswegen korrigierte ich mich ja. Ob es auch noch, also ob du jetzt die Welt Norden meinst, also Skandinavien oder noch weiter, oder ob du Norddeutschland meinst, weil als Norddeutscher kenne ich das, wie gesagt, nicht, aber da meinst du wahrscheinlich noch weiter hoch. Blutrünstigen auf frischen Bäckerbrot mit Zwiebeln. Boah. Das klingt schon echt gut. Nee, oder? Oh, ich weiß das nicht. Wo es geht schon. Oh, weiß ich nicht. Habe ich auch noch, muss ich aber auch dazu sagen, habe ich noch nie probiert. Es kann sein, dass mir das total mega gut schmeckt. Aber ich habe es noch nie probiert und ich traue mich da auch ehrlich gesagt nicht so wirklich ran. Ihr dürft euch das alles nicht so vorstellen. Ja. Wie gesagt, es mag sein, dass das total mega gut schmeckt und dass mir das persönlich wahrscheinlich auch mega gut schmecken würde. Aber
Scheiß Autofüll. Weiß nicht, wie gesagt, der Gedanke, dass da oh, nee. Weiß ich nicht. Wie gesagt, das mag total lecker sein, ehrlich. Ich kann mich dann nur noch wiederholen, aber für mich allein ist nicht. Ich esse ja keinen Käse, nur überbacken. Jetzt hat mein Onkel eine Lasagne gemacht mit so einem komischen Gummikäse. Das war ein Teil schon, da war ein Teil schon im Magen, eventuell sogar schon im Darm. Das andere in der Gabel. Habe ich sie nicht abgebissen bekommen. Hab dann den 2 Meter Faden wieder rausgezogen. Alter Schild. Ich meine, Käse, ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch vergorene Milch und sowas. Ne? Wenn man da so explizit drüber nachdenkt, darfst du das auch nicht essen. Ne? Mein Bruder hat im China-Restaurant mal einen kleinen Oktopus gegessen. Also so komplett gegrillt mit allem dran. Klingt fies. Ja. Also Oktopus müsste ich jetzt nicht haben, aber wenn ich dann überlege, es gibt ja einige Dokus, sag ich jetzt mal, wo dann der dann noch lebt, der Oktopus, wenn sie den da futtern. Und die Tentakeln oder wie man das von den Dingern nennt, dann noch am Rum. Boah, nee, weiß ich nicht. Muss das? Ich glaube nicht, ne? Oder? Warte, wie ich. Oh, ich kenne meine eigenen Commands nicht mehr. Muss ich selber mal schnell nachgucken. Ich habe doch da einen so einen passenden Command. Da ist er noch. Ne? Also. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Muss das? Oh, weiß ich nicht. Nee. Also. Ich kann mich nur jetzt nochmal wiederholen. Manche Sachen mögen total lecker sein. Ganz ehrlich, aber boah, Leben ohne Käse ist möglich, aber trostlos, definitiv. Also ganz ehrlich, ich bin so ein großer Fan von überbackenen, von Gratin, von Lasagne und also schön viel Käse drauf und lecker geht's ab. Das Schöne ist, dass meine Kinder meistens, also die Kleinen zumindest, immer sagen, hey, Papa, mach bitte mir den Käse da ab. Ja, mach Papa und dann futter Papa den schnell auf, den Käse. Lecker. Ich finde ja beim Hummer so fies. Die werden ja auch lebendig gebraten meistens. Ja, die kommen ja lebendig ins Wasser rein. Aber, korrigiert mich Leute, aber ich meine, das ist in Deutschland verboten, oder? Ich glaube, du darfst in Deutschland einen Hummer nicht mehr lebendig da reinschmeißen, oder? Oder bin ich da falsch informiert? Ich meine, das ist verboten. Wird wahrscheinlich immer noch irgendwo gemacht, davon mal ganz ab, aber ich glaube, das ist untersagt. Was meiner Meinung nach richtig wäre, davon mal ab. Ich sag dir, Käse geht nur überbacken. Außer der Gummikäse von meinem Onkel. Schöner Jutal, lecker Käse von der Vati, lecker schmatzig fein. So muss es sein wie Gummi. Ja, so Gummikäse stelle ich mir auch nicht so schön vor. Ist doch sicher Mozzarella. Mozzarella wird ganz schön eklig, ne? Wenn er lange im Dings hier und so. Oder schön Ofenkäse. Ja, Ofenkäse geht auch gut. Ich will so mal ein bisschen mehr Ebenen reinbringen hier in den ganzen Lachs. Könnte hier nämlich runter, da hoch. Das Ding ist ja, dass ich den Weg, wollte ich ja ungefähr hier so lang machen, dass man dann da so hochgucken kann, dass man ein bisschen bergig und sowas auch wird. Ne? Feta mit Knoblauch und Tomaten aus dem Ofen. Oh, lecker. Das ist auch der, also der Grieche bei uns ist so mega gut. Also grundsätzlich, letztens hatte ich Beefsteak bestellt. Das war nicht so lecker. Aber grundsätzlich ist der super gut. Macht schon feine Sachen. Da gibt es auch so richtig schön lecker Schafskäse. Ich habe mal Light versucht. So einen, wie man mir sagte, geschmacksneutralen Scheibenwischer. Ich habe auch mal Scheibenkäse, aber Scheibenwischer geht auch gut.
Ich habe auch mal eine Zeit lang so ein Low-Fat-Krams probiert. Aber ganz ehrlich, dann haust du dir 4-5 Scheiben darauf, weil es dann nach irgendwas schmecken muss. Dann kannst du auch wieder eine ganz normale Scheibe Käse nehmen. Jetzt habe ich Hunger auf Käse. Warte. Bitteschön. Ich habe hier noch so viel Futter stehen. Also ich kann das gar nicht alles aufessen. Und viel geschafft haben wir heute noch nicht, ne? Das sieht auch noch nicht so schön aus. Dann müssen wir gleich nochmal mit dem Färbetool ein bisschen einfärben. Also bevor ich so Käse esse, lutsche ich echt lieber mal einen Scheibenwischer. Boah, es gibt teilweise so leckeren Käse, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein Fan von einem richtigen, so einem stinkenden Tilsiter oder irgendwie sowas, der so richtig schlotzig ist. Da bin ich auch kein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Ah, oh, so ein leckerer Gouda oder sowas, so ein Mittelalter. Boah, das geht schon, finde ich. Hol mir jetzt erstmal eine Mozzarella-Kugel auf Feta. Eine Mozzarella-Kugel auf Feta? Jo. Er trinkt das nach seinem Gegenüber gerade oder liegt das im Wasser? Lag das da drin? Dann ist hier so eine Matschepampe. Wenn du das meinst. Das aber auch noch nicht so richtig fertig ist, das Gehege auch noch nicht, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es auch teilweise echt langweilig, glaube ich, für euch. Obwohl, links? Das Ding meinst du? Konnte man das nicht irgendwie wieder zurücksetzen? Ja. Das Ding meinst du? Das muss so sein, das ist ein Suizidhorn. Nee, da fehlen noch Felsen. Ja, genau, da fehlt noch ein bisschen was. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe voll Bock, hier das Gehege zu bauen. Ich habe aber auch irgendwie voll Bock. Warum liegt das da eigentlich oben, ey? So, wir hatten die ganze Zeit noch Pause an. Pass auf, ich hau jetzt mal eine Frage raus und ihr macht euch mal einen Kopf. Wie können wir das noch ein bisschen schöner verkleiden? Dass das ein bisschen schicker aussieht und währenddessen mache ich hier noch ein bisschen Terraforming hier an diesem ollen komischen Ding. Und ihr macht euch ja mal zwei Gedanken, wie wir das noch schöner machen können. Haben wir nämlich alle was zu tun, weißt du? Sonja hat doch diese schicke Wurzeln und so weiter aus den Wänden über den Zwergen dann vielleicht sowas. Ja. Ich warte noch mal ein bisschen, was sie noch so raushaut. Aber das ist schon mal eine gute Idee, ja. Mir fällt ehrlich gesagt, wie dir fällt nichts ein. Wie soll mir denn was einfallen? Warte, kann gerade nicht antworten, sonst fällt mir Mozzarella aus dem Mund. Ich glaube, das Wochenende war zu blendet, zu lastig. Ja, bei mir auch irgendwie. Aber es war doch schön, oder? Muss man doch sagen. So, ich finde das hier so schade, dass da nicht irgendwie ein Zeichen dran ist, dass es Wasserfall ist oder irgendwie sowas. Hol dich bei mir auch.
Wie heißt denn das noch, Mensch? Nicht Strudel, Wasserfontäne, Stromschnell. Achso, da muss ich auf jeden Fall immer so machen, sonst sieht man mich auch nicht. Das ist ein bisschen zu doll, ne? Gibt's hier noch kleine? Oh, das können wir machen. Aber ich mache hier mal ein bisschen Pause, weil sonst ist das, glaube ich, zu laut. So, ich pack's dann mal. Wünsche euch eine gute Nacht. Oh, Thomas, sag ich schon, weil ich gerade Thomas gelesen habe. Guten Appetit. Von mir auch. Micha, vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Aufnahme von deinem Zoobesuch. Und du rockst das sowieso, also von daher mach dir keinen Kopf. Das wird sicherlich wieder eine richtig, richtig gute Geschichte werden. Wieso willst du an dem Wasserfall ein Schild mit Wasserfall machen? Was? Nee, ich will hier, dass das hier irgendwie so ein kleines Symbol, Wasserfall oder irgendwas. Weißt du, du musst jedes Mal gucken, welcher Kack das jetzt ist. Also ich muss das zumindest. Ich muss mir, glaube ich, mal den hier wieder irgendwo hinballern. Und dann mit den normalen Felsen hier nochmal ein bisschen arbeiten, weil ich finde, gerade jetzt hier kann man die, glaube ich, sehr, sehr gut einbauen. So, du. Hallo, du. Ihr seid eine Gruppe. Jetzt können wir uns nämlich hier, das finde ich mega gut, das habe ich irgendwann aus dem Workshop mal geholt. Nicht Wüstenfelsen, wir brauchen den Savannenfelsen hier. Da kann man sich nämlich hier sehr schön die Farben holen. Und dann passt das sehr, sehr gut da rein. Holen wir uns noch den anderen Farbton. Dann fügt sich das nämlich sehr gut ein. Dann können wir die Steine auch so ein bisschen mischen. Was fest ist. Thomas, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Wo bekommt man Mozzarella her, der fest ist, den man so in Scheiben schneiden kann? Mozzarella-Brötchen zum Beispiel? Also ich sag mal, wenn ich jetzt, um jetzt das auch mal beantworten zu wollen dürfen, ich kriege den ganz normal im Supermarkt so Mozzarella, den man zerschneiden kann. Also ich weiß nicht, ich kaufe da keinen speziellen oder so. Also vielleicht verstehe ich die Frage auch gerade nicht richtig oder so, ich weiß es nicht. Aber, also wenn ich jetzt ganz normal bei mir im Supermarkt das hole, der sichert immer so durch. Was bedeutet sichert? Also wie gesagt, wenn ich ganz normalen Mozzarella hole, sibbert, also bei mir ist der ganz normal. Das ist halt so eine Kugel und wenn ich die durchschneide, ich kann die ganz normal in Scheiben schneiden. Und hallo Julia, schönen guten Abend. Wir haben gerade von dir gesprochen, vorhin gerade, letztens, demnächst und so. Vielleicht ein neues Messer, ja, das kann natürlich sein. Also mit einem Brotmesser oder sowas zerschneide ich das Ding auch nicht. Also ich nehme da schon ein ordentliches Messer. Also sonst kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut funktioniert. Das mag sein. Ja, aber ich nehme, ich sag mal, ein ganz normales Küchenmesser, ein scharfes, womit ich auch, keine Ahnung, ich sag jetzt mal,
Gemüse oder sowas schneide. Also ich nehme da kein Special-Ding irgendwie. Also ganz einfach 0815 irgendwie. Den nehme ich immer für Tomatensalat, der ist klasse. Ja, wie gesagt, also was kaum ist Julia, da haut sie da wieder einen Rekord nach dem nächsten raus. Wie gesagt, also so wie Thomas auch schon geschrieben hat, er könnte es auch nicht anders sagen. Ich wüsste jetzt nicht, welche Marke ich da hole, also das könnte ich dir jetzt pauschal gerade nicht sagen. Messer alle scharf. Ja, aber wie gesagt, ich habe da keine Probleme dann. Und wie mir ein Herr immer gesagt hat, mit Messer schneiden, nicht drücken. Aber ich gehe mal davon aus, Diana, dass du weißt, wie man mit einem Messer umgeht. Lass dir den liegen oder das aus? Nee, gar nicht. Also, wenn ich Mozzarella hole ich den immer in so Tüten. Das ist so eine Plastiktüte, ist halt einfach drum. Da ist ein so ein Klops drin mit ein bisschen Wasser. Also in dieser Salzlake, Wasserdingsbums. Das Ding schneide ich auf, kipp das Wasser ab, hol den raus, diesen Klops. Lass den nicht trocknen oder sowas. Und dann schneide ich den schönen Streifen. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, wenn du jetzt ganz außen schneidest. Da habe ich das manchmal, dass das so ein bisschen ausflattert, weil das dann so ein bisschen, dass er außen ein bisschen flatteriger ist als innen. Aber ansonsten, also nee, mache ich da keinen großen Heckmeck mit oder so. Würde dir gerne helfen, aber ich bin ein Antikäseesser. Beim Lila Bäcker? Nee, also bei mir, ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Läden auch da habt, wo ihr herkommt, aber bei mir ist es egal, ob ich zu Edeka fahre oder ob ich zu Famila fahre oder irgendwas, das ist völlig Wurst. Also ich kriege überall den Mozzarella. So dass ich, also. Wieso haben wir jetzt die andere Rissfarbe dann nicht? Die hatte ich doch auch von eingefügt, oder nicht? Bei Mozzarella kann ich leider auch nicht helfen. Kann ich nicht essen. Kannst du nicht essen, weil Laktose oder weswegen? Oder geschmacklich einfach nicht. Ja, wie gesagt, also da habe ich gar keine Probleme mit dem Käse. Wieso übernimmt er diese Farbe davon nicht? Oder ist das die gewesen? Man sieht auch nicht schlecht aus, lassen wir einfach so. Wie war euer Sonntag? Ich war bei meiner kleinen Nichte, die hatte heute Geburtstag. Gab ein bisschen Kuchen. Jetzt musst du knabbern. Ansonsten relativ unspektakulär eigentlich. Ich habe ordentlich am Gehege weitergebaut von Sonja und meinem Zoo. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
bin auch fast fertig damit, das kommt auch noch dazu. Also das kann man von mir, kennt man das ja eigentlich nicht, dass ich so schnell mit dem Dings fertig bin, aber es war wirklich gut. Habe Planet Zoo gespielt, war Gassi, gefrühstückt, gekocht, geputzt, Oma Medikamente gerichtet, Planet Zoo gespielt, gegessen, Gassi, duschen, Planet Zoo gespielt und TJ Stream. Das ist eine gute Geschichte hier mit meinem Stream, ne? Was hat es eigentlich mit dem Boss auf sich? Das ist einfach nur so ein Spiel. Du sammelst ja über die Zeit, die du bei mir zuguckst, neben den normalen Kanalpunkten sammelst du auch Sticks. Wenn du Ausrufezeichen Sticks eingibst, kannst du damit kannst du dir die angucken, wie viele du hast. Wie gesagt, sind im Prinzip wie Kanalpunkte auch. Und wenn Boss kommt, kannst du für, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 100 Sticks oder so, kannst du am Bosskampf mitnehmen. Genau, da kannst du auch so Commands mit auslösen. Wenn du Ausrufezeichen Command mal eingibst, dann kriegst du einen Link zu einer Liste an Commands, die du bei mir einlösen kannst. Da kommen so kleine Sounds und sowas alles. Sonja zeigt dir es gerade ganz schön. Und wie gesagt, mit denen Punkten sozusagen, kannst du dann hier noch ein bisschen ein paar Sounds abspielen, so Run oder irgendwie sowas halt. Recht entspannt. Erkältung wird langsam besser. Kind war super drauf und ist gut eingeschlafen, sodass ich fleißig Planet Zoo bei Planet Zoo sein konnte. Sehr, sehr schön. TJ, wir sind voll das Team. Auf jeden Fall. Deswegen bist du ja auch mein Mod. Apropos Sonja, ich habe noch mal ein kleines Attentat auf dich vor. Du hast, oder ich habe das, glaube ich, schon mal angekündigt. Ich würde dich gerne mal einladen, hier bei mir im Stream mit dabei zu sein, sozusagen. Also tontechnisch dabei zu sein. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht möchtest, in Videoformat dabei sein. Würden wir auch hinbekommen, wenn du eine Webcam hast. Aber ich würde dich gerne einfach mal so zum Schnacken sozusagen dabei haben. Jetzt habe ich gerade einen riesengroßen Fehler gemacht, ne? Wir haben das nicht markiert als Dings. Klar, können wir machen. Dann können wir nämlich einfach hier mal ein bisschen auch so über Planet Zoo schnacken und so weiter. So, gute Nacht schon wieder. Julia, ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne gute Nacht. Grüß mir die Katta ganz lieb. Macht kein dummes Zeug. Ich hätte beinahe gesagt, lass die Hände unter der Bettdecke. So, jetzt müssen wir das mal kurz nach oben schieben. Das holen wir uns gleich wieder. Dann kriege ich nämlich, glaube ich, die kleinen Viecher hier besser markiert. Die rausnehmen. Zur Gruppe hinzufügen. Und dann sollte ich theoretisch zumindest, siehst du wohl, guck mal. Soll noch mal einer sagen, ich bin dämlich. Muss ich nur zu helfen wissen, oder wie war das? Muss früh schlafen, hab bis in die Nacht Jurassic World geschaut. Und war gut. Ich habe noch gar nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Siehst du wohl, TJs Lieblingswort? Sag ich das so oft? Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, ne? Das sieht doch schon mal gar nicht so kacke aus, glaube ich. Ich glaube, das kann man lassen. In letzter Zeit ja. Genauso wie ich immer sage, da schaue ich mal nach. Das habe ich mir irgendwie auch, weiß ich nicht, das ist so drin mittlerweile. Da schaue ich mal nach. Oder Luschern. Luschern geht auch immer. Luschern ist auch gut. Immer schön mal reinlunzen und reinluschern. Luschern ist ja dein Patentwort. Ja, gibt bestimmt auch genug andere Leute, die das vor mir gesagt haben. Aber ja, ich sage es gerne. So.
So, jetzt brauche ich noch mal ein bisschen kleine Steine hier. Und jetzt hier noch ein bisschen. So, ich gehe schnell meine rauchen und nehme euch mit ins Bett. Um 3.30 Uhr klingelt der Wecker für meinen Mann. Oha. Was macht dein Mann denn beruflich, dass er so früh hoch muss? Sag mal. Das ist ja ein Graus. Gießerei, Mechaniker. Wow, und da musst du so früh aufstehen. Reicht das nicht, wenn man als Gießer ein bisschen später kommt? Ich habe das schön, ich habe diese Woche bis auf Mittwoch, da habe ich von 7 bis 11 Uhr Schicht. 3 Uhr Schicht. 3 Schicht. Also wahrscheinlich Schicht, ja genau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Schicht wäre für mich, also ich sage auch immer 6 Uhr Schicht oder sowas, aber also bei uns ist es so, ich arbeite 4 Tage die Woche 10 Stunden oder 9 Stunden plus eine Stunde Pause und ein Tag in der Woche arbeite ich nur 4 Stunden. Nächste Woche, also ab morgen, ist es bei mir so, dass ich Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr Schicht habe. Also weil wir machen um 6 auf unser Laden und um 18 Uhr ist Schluss mit lustig. Da arbeite ich von 8 bis 18 Uhr, habe eine Stunde Pause, also sprich 9 Stunden am Tag. Und mache summa summarum 36 Stunden. Und dann habe ich einen Tag mit 4 Stunden. Das ist jetzt in dem Fall der Mittwoch bei mir. Da fange ich um 7 an und gehe um 11 und komme dann auf meine 40 Stunden. Dann haben wir noch so ein bisschen Gleitzeit in dem Sinne. Wir haben auch samstags geöffnet und da ist es so, dass wir den Dienst, den wir samstags schieben, das sind meistens so um die 5 Stunden, den bummeln wir quasi übers Jahr gesehen immer ab. Also wir kommen eine Stunde früher, eine Viertelstunde früher. Nein, andersrum. So, wir gehen eine Viertelstunde früher sozusagen und das aufs Jahr gerechnet sind dann unsere Samstagdienste. Täglich oder wöchentlicher Wechsel? Also wenn ich Schichtdienst machen würde, dann würde ich irgendwie wöchentlich wechseln, weil täglich ist echt blöd. Wir hatten die ganze Zeit eine Viererschicht, zum Glück war die schnell vorbei. Täglich. Also wie gesagt, bei mir ist es halt auch so, dass wir machen freitags immer den Dienstplan. Und dann ändert sich das bei mir manchmal auch täglich. Den einen Tag habe ich von 6, den anderen Tag von 7 oder so. Aber es ist halt nicht, es ist keine Schicht so in dem Sinne. Da bin ich ganz ehrlich, bin ich auch froh, dass ich sowas wie so eine Nachtschicht oder sowas halt nicht habe. So sehe ich meine Kinder jeden Abend, nicht immer morgens. Wenn ich um 6 anfangen muss, schlafen sie noch. Da hatten wir auch keinen Schlafrhythmus, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mein Vater und auch mein Opa, Gott hab ihn selig, die sind Polizisten oder mein Onkel auch. Und ich habe es als Kind nie so wirklich wahrgenommen, aber ich kann mir jetzt im Nachhinein auch echt gut vorstellen, wenn du nur Nachtschichten hast oder so, das wäre nichts für mich. Da bin ich ganz ehrlich, das wäre... Nee, das wäre nichts. Daniel ja genauso mit seinen Nachtschichten und sowas, ne? Also, boah, nee, das wäre nicht meins. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen anmachen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht zu laut, dass man mich noch hört. Ja, wir müssen jetzt hier noch ein paar Düsen einbauen. Ich glaube, mein Schlafrhythmus käme in der Nachtschicht sehr entgegen, weil ich erst gegen 5 oder 6 Uhr meinen Tiefschlaf habe. Da klingelt aber in der Regel mein Wecker. Ja, das kenne ich auch. So, und das ist auch so nett. Also ich zumindest muss jedes Mal suchen, wo jetzt unten, oben, links, rechts ist. Unten. Ich will aber unten 5 Meter drüben haben, das sollte reichen.
Ihr konntet doch das Wasser hier auch einfärben, aber von den Düsen wahrscheinlich nicht, ne? Das kann ich übrigens auch nicht schneller als du. Was kannst du nicht schneller als ich? Ich muss da auch immer gucken. Achso, das raus. Ja. Mein Sohn hat Dauer... Alter, ich muss mal von dem Wasser hier weg. Mein Sohn hat Dauernachtschicht. Das ist nicht schlecht, weil da kann man sich auch dran gewöhnen, zumal er nachts arbeitet und tagsüber gerne schläft. Finde ich eine gute Sache, wenn man sich dran gewöhnt hat oder so, ist das bestimmt auch gar nicht verkehrt. Was ich bei sowas immer schade finde, genauso wenn man Bäcker ist oder irgendwie sowas und nachts arbeitet und ich sag mal, ja, geil, du hast um 8 Uhr oder was oder um 9 hast du frei, kannst nach Hause. Aber das Ding ist halt, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich kann es mir halt so vorstellen, dass man nicht viel mit Freunden machen kann, weil wenn ich schlafe, dann gehen die zur Arbeit und wenn die wach sind und so weiter, dann schlafe ich. Das ist jetzt richtig rumgesagt, ich glaube ja. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Hier klingelt gar kein Wecker mehr. Kind macht eh alle zwischendrin wach. Kenne ich auch noch. Das ändert sich aber auch noch. Ja, auf jeden Fall ist das praktisch, wenn man Termine hat. Aber da finde ich zum Beispiel das System, was wir halt haben, auch gut. Weil wenn ich einen Termin habe beim Amt oder sonst irgendwo was, dann kann ich halt an meinem, jetzt beispielsweise Mittwoch von 7 bis 11 mir dann auch Termine machen. Oh, Auditore sind zu. Ja, wie gesagt, ist generell schwierig, aber ich glaube, es ist halt einfacher, wenn du halt keinen Schichtdienst hast und einfach, die Freunde treffen kannst, wie du Bock hast und so weiter. Weil die halt dann auch nicht arbeiten, ne? So, das ist natürlich wesentlich einfacher dann. Ich glaube, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Wenn du eh ein nachtaktiver Mensch bist beispielsweise, dann ist das sicherlich auch nicht verkehrt, nachts zu arbeiten. Also, ne? Warum auch nicht? Ich hätte mit den Kindern halt einfach schon keine Lust dazu, weil ich dann, wenn ich tagsüber penne oder sowas, ich kriege von meinen Kindern ja nichts mehr mit. Dann, wenn man natürlich keine Kinder hat oder sowas, ist das eine ganz andere Geschichte wieder dann, ne? Kann ich auch nicht. Ich habe nur, achso, das hatte ich eben schon gelesen, ich wollte gerade sagen, der Text kam mir so bekannt vor. Ich würde fast sagen, hier können wir die Farbe auch eigentlich so lassen, weil die ganz gut matcht mit den Dingern dahinter. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir das? 22 Uhr. Also allzu lange werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ich denke mal, dass wir noch so bis halb elf oder irgendwie sowas machen. Ich muss nämlich ja morgen dann auch wieder los. Eventuell werde ich in der Woche nochmal wieder streamen. Würde ich aber dann nochmal bekannt geben. Also Freitag auf jeden Fall. Sollte das aber nochmal irgendwie so in der Woche sein, dann würde ich euch über Instagram natürlich gerne nochmal Bescheid geben. Sonja, das ist jetzt dein Stichpunkt. Ausrufezeichen Insta. Bitte mal in den Chat. Damit jeder, der mir dann noch nicht folgen sollte, gerne ein Follow da lassen kann. Dann weiß man immer Bescheid und kriegt Instagram-Stories aufs Ohr gebümmelt, wie Daniel sagen würde. Den könnt ihr da gerne mal zuschauen. Also nicht zuschauen, sondern, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also könnt ihr DJ Montag, Mittwoch, Donnerstag streamen. Ja, theoretisch schon. Theoretisch könnte ich auch Dienstag, aber da würde ich dann ja den anderen Mitstreamern in die Quere kommen. Das mag ich nicht, das möchte ich auch nicht. Wobei das mit Daniel sogar noch funktionieren würde, weil Daniel halt früher streamt. Aber der gute Thomas ist am Dienstag ja auch noch am Start. Und das mag ich dann nicht machen. Ich mag nicht da irgendwie so reingrätschen. Letztens habe ich es versehentlich gemacht, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Hat Thomas mir jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so böse genommen. Aber wenn ich das vermeiden kann, dann versuche ich es auch zu vermeiden, weil das... Nö, das,
Das gehört sich einfach nicht. Wie gesagt, bei anderen Leuten ist mir es egal, aber gerade bei unserer Community muss das halt einfach nicht sein. Ist auch blöd, weil ich ja dann auch reinschauen möchte. Also bei Thomas. Ja, komm, scheiß doch drauf. Dann guckst halt bei Thomas mal nicht. Dann guckst lieber bei mir. Nein, überhaupt nicht. Also ich gucke auch gerne bei Thomas zu. Das Ding ist nur einfach, dass ich meistens, und das ist nicht wegen dem Content von Thomas, überhaupt nicht. Ich bin meistens so müde, dass ich irgendwann wegpenne. Und das ist, wie gesagt, nicht aufgrund des Contents, den Thomas da bringt, weil der gefällt mir gut. Er ist einfach nur meinem alten Alter zu Schulden kommt. Das war jetzt irgendwie verkehrt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr Lieben, ich könnte heute noch irgendwie länger streamen. Macht gerade schön Spaß, aber... Nach anderthalb Wochen Abstinenz bei der Arbeit muss das jetzt leider auch mal wieder sein. Und selbst wenn YouTube/Twitch so gut laufen würde, dass ich gut Geld damit verdienen würde, Daniel und ich sind uns einig, wir würden unseren Job, glaube ich, niemals hinschmeißen. Weil wir nie wissen, wie lange diese Blase geht. Du bist halt ein Suchti gerade. Kann mich nur wiederholen. Ja, im Moment ist es wirklich schlimm. Eigentlich ist es schon richtig schlimm. So, ich würde hier drüben, glaube ich, ein Häuschen bauen wollen. Für die Tierchen. Die Frage ist, wie wir das machen. Ich könnte mir vorstellen, das in diesem Holzstil wie hier drüben auch weiterhin zu führen. Weil ich den Stil ganz gut finde. Ich habe... Die Frage ist noch, wo machen wir den Mitarbeitereingang rein? Machen wir den gleich hier vorne mit rein, so wie hier. Einfach hier nochmal neben auch nochmal den Eingang. Kann ich bei so einem Kackspiel gar nicht verstehen. Lediglich das Vegas-DLC war gut. Ja, das stimmt. Das, also, ich hab's mir ja immer noch nicht gekauft, weil ich halt kein Geld mehr hab. Weil ihr zu wenig Bits spendet. Ey, im Moment macht mir das Spiel einfach mega Spaß. So, ich verkrümme mich mal ins Bett. Gute Nacht zusammen. Jenny Lein, ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe. Schön, dass du da reingeschaut hast. Ich hoffe, dass dein Zwerg morgen nicht zu wach wird. Du ein bisschen ausschlafen kannst. Und dann sehen wir uns in alter Frische beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, guckt einfach bei Instagram gerne rein. Da kriegt ihr die Ankündigung. Der lübt und lachst. Nee. Ich bin gerade ehrlich am Überlegen, ob ich das so baue, wie ich das bei uns im Badass Lalalu Zoo gebaut habe. Oh, welche Wand war das noch? Wie hieß die noch? Australisch, genau so war es. Da habe ich nämlich das Haus bisschen rund gebaut. Money! Ja, baby, yeah! Gar nicht wahr, Dilimmel. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Kleiner als drei, 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 drei, kleiner als 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 drei, unterstrich drei, unterstrich drei, kleiner als drei, kleiner als drei, Pipe-Symbol. Kleiner als drei, Pipe-Symbol? Vielen, vielen Dank für deine Bits. Jetzt kann ich wieder richtig außer schnellen. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, Pipe-Symbol. Vielen Dank. So, pass auf. So haben wir das nämlich richtig schön gemacht. Und hiermit kriegt man jetzt nämlich noch. Bisschen Rundungen. Das habe ich nämlich schön, das werdet ihr bald mal sehen. Leider noch nicht bei Thomas, weil Thomas noch nicht die aktuellste Version von unserem Zoo hat. Aber so habe ich das mit unserem außerhalb bin ich jetzt bescheuerteres mit in unserem Badass Lala Lutz nämlich auch gemacht.
Das gefiel mir richtig gut. Ist nervig nachher, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man den Boden oder das Dach machen muss. Aber das kriegt man alles hin. Aber so kriegt man mal ein bisschen... Ist halt nicht alles so geradlinig, weißt du? Ich kann mir hier nämlich einen kleinen Unterschlupf für die kleinen Biester machen. Und das ist so ein Ding, was mich immer so auffällt. Dieses Genaue. Das darf dann nicht so groß rüberstehen. Ich glaube, das muss ich mir einfach mal abgewöhnen. Komm, wir lassen das so. Ich habe in unserem Tropenzoo mal ein paar Mülleimer aufgestellt. Eine sehr gute Idee. War, glaube ich, auch dringend notwendig. Das sieht nämlich, glaube ich, ganz gut aus nachher. Da machen wir nachher noch einen schönen Boden rein. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir könnten den Weg nachher auch hier rumlaufen lassen, hier nochmal ein Stück hochlaufen lassen. Dann hinten rum. Wir haben ja noch hier noch, da können wir nachher noch schön Pflanzen und sowas hinballern. Dann können wir hier nachher mal nochmal ein kleines Sichtfenster reinmachen, wo man dann nochmal da bei den kleinen Biestern reinluschern kann. Ich glaube, das machen wir. Und den Boden, den senken wir gleich noch ab, beziehungsweise passen den so ein bisschen an. Also gewinnen wir auch noch mal ein bisschen Platz hier. Und es ist halt nicht alles so geradlinig. Das finde ich auch ganz wichtig. Müssen wir nur nachher mal gucken. Ich habe es im Badass Lala Luzo habe ich hier noch ein Ornament und sowas reingemacht, weil ich das da mit diesen Tempelruinenteilen gebaut habe. Müssen wir gucken, was wir hier nachher noch reinmachen. Aber dann kann man das nochmal ein bisschen netter gestalten alles. Und ich fand das auch ganz witzig mit diesem doppelten Ding, dass man das halt nochmal hier so ein bisschen drin hat. Wie gesagt, das senken wir gleich noch ein bisschen ab, sodass der Weg nachher vernünftig da schön hochgehen kann noch. Dann würde ich fast behaupten, wir können eigentlich schon den wegmachen, den kopieren, den dahinter machen. Sage ich euch auch gleich, warum wir das so machen. Ich muss nur einmal ganz kurz das Gelände hier runter machen. So, dann machen wir da erstmal wieder ein bisschen Erde ran, weil kann man besser gucken. So, jetzt ist Bettzeit. Ich sage schon mal gute Nacht und schöne Träume. Schaue euch aber weiter zu. Diana, vielen, vielen Dank für deinen Lurk aus dem Bettchen sozusagen. Und ja, hab eine angenehme Nachtruhe nachher, wenn es soweit ist. Schlafen Sie gut, träumen Sie was Feines. Wenn Thomas noch nicht aufgezeichnet hat, kannst du ihm die aktuelle Version schicken. Weiß ich gar nicht. Thomas, hast du schon aufgenommen? Oder wie sieht's da aus bei dir aktuell? Nee, hast du noch nicht.
schicken. Dann frage ich mal so, Thomas, wann würdest du denn aufnehmen wollen, wenn und so? Weißt du das schon? Achso, Spiegel, ich wollte gerade sagen. Hast du dir da schon einen Plan gemacht? Spätestens Donnerstag. Okay, ich muss gucken, wie schnell ich das Gehege jetzt vom Panzer Nashorn fertig kriege. Und dann würde ich vorschlagen, dann würde ich dir den aktuellen schicken, wenn ich das bis Donnerstag fertig kriege, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die nächsten Abende, ob ich da noch zu kommen, das fertig zu machen. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Also im Moment komme ich relativ schnell voran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Würde mir da nur jetzt irgendwie nicht unbedingt Stress machen wollen. Großartig. Außerdem, wenn wir jetzt Thomas ja schon alles schicken, dann hat er ja nicht nochmal die Chance, demnächst das nochmal zu besuchen. Wir müssen Content createn, Mensch. So habe ich das nämlich letztes Mal auch gemacht. Denn die Scheibe noch. Irgendwas fehlt mir jetzt. Ne, Quatsch, gar nicht. Sind ja nur drei. Zack. Das. Und das, ne? So. Eine Grobbe. Ich rauche noch zwei Zigaretten, dann gehe ich auch in die Hayabu. Ja, wie gesagt, ich mache ja auch nicht mehr so lang. Ich wollte jetzt einfach nochmal das quasi hier rumbauen. Oh, falsch. Kein Angelglück heute. Ne, irgendwie nicht so wirklich. So, die Frage ist, wie wir... Kann man den Weg nämlich hier noch ein bisschen lang führen, dann würde ich jetzt nämlich in dem Fall nochmal das Ding nehmen. Dann kann man da nämlich nachher schön die Schilder einbauen. Das habe ich nämlich beim Badass Lalaluzu auch gemacht. Gelände noch mal kurz ein bisschen anpassen. Ist die Frage, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr weit genug hier ran wegen dem Wasser, ne? Aber theoretisch, wenn wir das Wasser einmal rausnehmen, dann dürfte das theoretisch wieder funktionieren. Und dürfte auch insofern funktionieren, dass wir nachher das Wasser wieder einfüllen können. So,
hier müssen wir es auch nochmal auf eine Ebene bringen, damit wir nachher den Boden hier noch einziehen können. Da kommt nachher noch ein schöner Kalkboden rein. Ja, die kriegen auf jeden Fall noch eine Brücke. Das ist, das machen wir. Ich muss nur jetzt einmal ganz kurz zack, 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 zack. Ein bisschen absenken, damit das auch im Boden drin ist. Dann können wir nämlich nachher hier die Wand zumachen. Die würde ich dann, ich sag mal, bis hierhin rüberziehen. Hier ein Tor machen, wo eine Brücke reinkommt. Dann haben wir hier ein geschlossenes warte, da fehlt uns ein Teil. Hier eine Brücke nachher rüber machen, wo die rüber können, wo der Pfleger vor allem auch rüberkommt. Da müssen wir darauf achten, dass das funktioniert. Dann können wir den Weg nachher hier so lang laufen lassen, über eine Brücke hier rüber führen. Hier am Gehege nochmal dran vorbeigehen lassen, hier wieder abbiegen lassen. Dann machen wir hier so ein bisschen Gedöns hin, Felsformation, Pflanzen etc. Den Weg hier wieder runter und dann können wir hier vielleicht nochmal wieder ein bisschen essen, also ein Häuschen fressen, Mitarbeitergebäude etc. So ein bisschen hier was mit hinbauen und dann hier rum nachher weitergehen. So dass wir nachher dann, wie wir heute oder vorhin gesagt haben, den Weg hier so lang laufen lassen, hier so lang, da so lang und dass wir uns den hier dann so lang schlängeln. Und irgendwann mal, wenn wir hier dann so lang geschlängelt sind und hier wieder lang geschlängelt sind, kommen wir hier wieder an. Und dann haben wir einen perfekten Rundweg, wo man dann hier so den Thomas nachher durchschicken kann. So der grobe Plan zumindest. Die Frage an euch, die jetzt noch da sind und die noch schreiben wollen, möchten, dürfen. Was haltet ihr davon? Das Ding habe ich ja zum Beispiel auch offscreen gebaut. Was haltet ihr davon, wenn ich so Terraforming-Geschichten, Wegführung und sowas alles ein bisschen offscreen mache? Wäre das für euch in Ordnung? Weil ich glaube, nachher so den Weg hier lang zu führen und sowas könnte ein bisschen langweilig sein. Wäre das für euch in Ordnung, wenn man sowas ein bisschen offscreen macht oder... Sonja sagt gerne offscreen. Thomas, was hältst du davon? So als auch Planet Zoo Streamer. Wie gesagt, ich würde jetzt kein ganzes Gehege oder sowas offscreen bauen. Ich würde dann vielleicht gucken, dass man Terraforming ein bisschen macht, dass man den Weg vielleicht schon mal ein bisschen führt und eventuell vielleicht hier hinten schon mal wieder ein neues Mitarbeitergebäude baut, je nachdem, wie ich Lust und Laune und Zeit habe. Ich würde das natürlich auch alles wieder ein bisschen bebildern und im Discord reinstellen und dass wir einfach so ein bisschen auch vorankommen, weil ich finde gerade im Stream sind wir nicht super schnell. Das ist hier kaputt. Aber es wäre auch so, dass ich nichts verheimlichen würde oder sonst irgendwas. Wie gesagt, es gibt dann immer schön ein paar Bilder und so weiter, ja. Den Park musst du auch nochmal bei Tag und bei Nacht visitieren. Oder muss ich bei mir auf jeden Fall nochmal in meinem Gehege ein bisschen nachbessern, was das Licht angeht. Finde ich völlig okay. Genau, also wie gesagt, ich nehme euch ja auch immer mit, wie gesagt, im Discord. Sonja hat einen Einsatz. Ausrufezeichen Discord. Ich nehme euch ja auch im Discord immer mit. Ne? Und zeige euch dann Bilder und so weiter. Es ist halt nichts, was ich einfach so machen würde. Und beim nächsten Stream, wo ich dann was offscreen gebaut habe, gibt es eine kleine Tour und dann zeige ich, was ich gemacht habe. Wie gesagt, das haben wir hier mit dem Gebäude ja genauso gemacht. Und so würde ich das auch weiterhin handhaben wollen. So, jetzt schon gute Nacht. Das ist mein Stichwort. Ich wechsle schon mal in den Chat rüber. Würde hier schon mal speichern.
Es war mir wieder ein richtiges Fest mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Speichern und beenden. Ja, eigentlich wie immer. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir sind wieder bei guten 2 Stunden. Das ist auch eine gute Zeit, denke ich mal, die wir hier immer haben. Gute Nacht euch und danke für den Stream. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob wir jemanden raiden. Ihr müsst nicht zwangsweise mitkommen. Es ist schon spät. Das ist alles in Ordnung. Vielleicht haben wir auch niemanden gerade da. Ich gucke gerade mal schnell. Ne, wir haben mich und wir haben einen ohne Cam. Da ich ungern jemanden anschaue, der keine Cam hat, lassen wir das heute mal mit dem Raiden ausnahmsweise mal sein. Auch wenn das eigentlich nicht so meine Art ist. Und ich das eigentlich immer ganz gerne mache. Ich würde sagen, ich bömmel euch noch einen kleinen Augenblick ein bisschen Musik auf die Ohren. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann spätestens am Freitag wieder. Aber ich denke mal, dass ich wahrscheinlich vorher auch nochmal streamen werde. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ich wünsche euch eine wunderbare Nacht, einen schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao. Und haust rein und so, ne?